Entdecken Sie unsere riesige Auswahl an frischen Lebensmitteln. Unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gerne. In unserem Kulinara-Einkaufsparadies bieten wir Ihnen über 30.000 Produkte. Erleben Sie bei uns entspanntes und genussvolles Einkaufen auf 3.500 Quadratmetern. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald im E-Center Kulinara Schwenningen. Liebe Zuschauer von NQ TV, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Das Eis ist heiß. Im Gespräch sind wir heute mit Damien Fleury. Welcome. Damien, du hast 7 Tore in den letzten 3 Spielen geschossen. Was ist mit dir los? Das ist Selbstvertrauen. Ich habe ein Tor gebraucht, dann würde der Knoten platzen und so war es. Und auch die gute Chemie unserer Reihe hilft dabei. Wir haben Spaß, das sind die Gründe. Du hast also schon etwas gebraucht, bis du dich hier eingelebt hattest, oder? Ja, ich musste mich erst hier einleben und die Liga kennenlernen und wie man da spielt. Aber jetzt ist alles gut und ich fühle mich wohl. Im Spiel gegen Köln hast du 3 Tore gemacht. War es das Beste deines Lebens? Es war eins meiner guten Spiele, aber es war nicht das allerbeste. Aber es hat mich freudig gestimmt. Können wir jetzt ein Tor in jedem Spiel erwarten? Ich wünschte, aber es ist nicht immer so einfach. Manchmal geht er gleich rein und manchmal braucht man 10 Versuche, bis er drin ist. Aber ich kenne das. Man braucht einfach Spaß dabei. Du hast in Frankreich als Junior gespielt, du hast in der Schweiz und in Schweden gespielt. Wie ist es nun für dich, in Deutschland zu spielen? Es ist toll, eine gute Liga. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Es tut mir gut. Ich bin sehr happy. Die Wild Wings haben einen richtigen Lauf. Denkst du, man kann das aufrechterhalten? Ja, wir werden alles tun, um gegen Krefeld zu gewinnen. Wir brauchen die Punkte. Es wird zwar schwer, aber es ist machbar. Dann am Sonntag gegen Mannheim, das wird ein großes Spiel, aber das müssen wir genießen. Denkst du, dass die Pause jetzt etwas zu früh kommt, weil er gerade so gut spielt? Vielleicht, aber wir müssen uns auch mal ausruhen. Es ist gut für unsere Beine. Es ist zwar schade jetzt gerade, aber wir müssen auch ruhen. Ist das Ganze nur eine Momentaufnahme oder spielen die Wild Wings jetzt, wie sie wirklich spielen können? Das sind die echten Wild Wings. Ja, es war ja nicht nur ein Sieg, sondern 4 am Stück. Nürnberg, Köln, Straubing. Und das alles, das zeigt schon was. In der Vorbereitung auf mein Interview heute hat mein Kollege gesagt, dass die französischen Hockeyspieler die gefährlichsten sind. Ist das so? I don't know. Das weiß ich nicht. Nächste Woche spielst du für die Nationalmannschaft in Frankreich. Was steht genau an? Wir fliegen nach Norwegen und haben 3 Spiele dort. Ich freue mich, für mein Land wieder zu spielen, meine Freunde zu sehen. Ja, das wird gut. Kannst du uns erzählen, wie das alles kam? Trainer Helmut Raff ist ja im Frühjahr nach Grenoble gefahren, um dich zu überzeugen. Doch wie kam der Kontakt überhaupt zustande, dass er dich auserwählt hatte? Du musst mit meinem Agenten sprechen. Ich weiß, dass er schon seit 1 bis 2 Jahren an mir dran war und dann kam er nach Grenoble und das war sehr nett. Er hat mich überzeugt, nach Villingen-Schwenningen zu kommen. Did it take you a long time to be convinced? Not that long. Okay. Now again, people are talking about your contract for next year.
Auch jetzt ist dein Vertrag wieder ein Thema. Würdest du denn gerne hier bleiben? Ja, warum nicht? Du kommst ja aus Frankreich. Magst du dann auch französische Dinge wie Baguette, Rotwein und Käse? Ja, da bin ich sehr französisch. Love this kind of food. Are you eating like only that or do you eat like sporty stuff? No, I eat everything. Okay. Yeah. So where do you get your kaufst du denn dein Baguette hier? Under my apartment. Direkt wo ich wohne, da gibt es eine gute Bäckerei. Can you tell us where? In der Müslin. I don't know the name of the bakery, but it's a good one. Okay, so we keep that in mind. Wie du vorhin schon gesagt hast, spielt ihr am Wochenende gegen Krefeld und am Sonntag das große Spiel gegen Mannheim. Zwei große Spiele. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Krefeld. Wir wissen, dass es am Sonntag richtig voll wird. Es wird eine tolle Atmosphäre sein. Doch jetzt geht es erstmal in Krefeld Punkte zu holen. Sure, and can you maybe okay, das ist klar, aber kannst du uns vielleicht schon mal eine Idee geben, wie ihr vielleicht gegen Mannheim spielen werdet? Having fun, that's the main thing. Without fun, we're not gonna win. So. Wir müssen Spaß haben, sonst gewinnen wir nicht. Wir müssen das Spiel genießen und Tore schießen. What else? Was macht dir im Leben noch Spaß? Ich mache jede Art von Sport gerne, vor allem spiele ich Tennis und ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie. So, France, for me, ich habe Frankreich nie so als Hockey-Nation gesehen. Ist das richtig oder entwickelt sich da gerade was? Like developing or anything like that? Yeah, it's getting bigger. Es wird von Jahr zu Jahr bedeutender. Auch bei den WMs haben wir jetzt gut gespielt. Wir wissen, dass wir jetzt auch gegen die anderen Länder gewinnen können, ob es Italien ist oder Kanada. So ist das einfach. Kanada, Sweden, all those big teams. So yeah, we're getting bigger and now we know that every game we're gonna play, we can win. So even if it's again Italia or Canada. Sorry for Italia, but it's that the way it is. So yeah. So before you said that you du hast gesagt, du hast Selbstvertrauen. Woher stammt das genau? Where do you get the confidence from? Are you like just a very confident person or do you train it in any way? Yeah, have to shoot the puck. Ich trainiere nach jedem Training und schieße die Pucks aufs Tor und sehe, dass sie reingehen und das gibt mir Selbstvertrauen. If you don't shoot, you're not going to score, so just need to keep doing this and it's going to be good. So when you get the also wenn du den Puck jetzt auf dem Schläger hast, weißt du, dass er reingeht? Get it in? Yes. Ja, im Moment ja, jetzt ja, davor nicht. Okay, Damien, good luck to you on the weekend. Have a nice break and a great time with the national team. Thank you so much for your time. Und liebe NQTV-Zuschauer, das war's für heute hier mit Damien Fleury.